Seelen gehören mir. Er spielt mal kein Rhino. Ja, Smalltalk zu. Wohlfall. Super, ja. So, also, da sind wir wieder. Mal wieder bei Warframe. Da sind wir dabei. Und diesmal gibt es wieder den richtig tollen Smalltalk, denn es gab ein kleines Eventchen wieder von den Entwicklern, diesmal auf der PAX. Das heißt, mal außerhalb von ihren Geschäftsräumen haben die einen Livestream abgehalten und haben da eigentlich auch wieder einiges verlautet. Wobei das Größte von den tollen Sachen, die eigentlich jetzt schon angekündigt haben, ist eigentlich schon, was oben links ist, dann auch gleich kommt. Nämlich, Warband Prime wurde angekündigt. Wow. Ja, ist geil. Also, die haben jetzt zwar noch nicht gesagt, wann er kommt, aber dass er kommt, das ist schon mal gut. Also ich habe früher eigentlich schon relativ gern Warband gespielt, muss ich dazugeben. So jung war ich. Hä? Nee, und finde ihn eigentlich heute auch noch cool, aber weiß ich, da passt irgendwie nicht mehr so ganz in den Gesamtkontext rein, finde ich, im Vergleich zu früher, weil es einfach auch andere oder bessere Kombinationen gibt. Aber das soll auch noch eine kleine Überarbeitung erhalten, in dem Zuge, wenn der Prime Warframe rauskommt, haben die gemeint gehabt. Und von so her bin ich ein bisschen gespannt, was dann da auf uns zukommt, wie er vielleicht noch ein bisschen angepasst wird. Vom Optischen her finde ich ihn jetzt okay. Schon mal besser wie der normale Warband, weil der sieht ein bisschen... Oh, der Helm ist auch scheiße. Ja, der Helm, da kann man echt drüber streiten. Also vom Rest her finde ich ihn eigentlich doch ganz gelungen. Im Vergleich zu dem normalen Warband. Weil der normale Warband, der ist echt... Also der ist, glaube ich, der hässlichste Warframe im Spiel. Ja, okay, Hightwell kommt als erstes. Dann kommt Warband. Und C4. Ah, der geht noch. Sieht aus wie ein Vogel. Ein hässlicher Vogel. Ja. Aber sonst eigentlich ganz cool. Das Video fand ich eigentlich auch ganz witzig, wie die eben dann Warband auch enthüllt haben. Und ja, sind wir mal gespannt, was noch rauskommt. Okay, also das war immer zu Warband. Gab aber auch noch ein paar neue andere Sachen. Dazu gibt es auch wieder oben links ist noch so ein paar Bilder zu einem hier. Ein neuer Warframe, der kommt. Fairy Warframe ist da momentan der Betreff. Und soll eben so ein bisschen... Flying Power nennen die das. Also ich weiß nicht, ob das so eine Art C4 wird. Keine Ahnung. Also komische Vögelchen dabei. Ja. Und das hier soll ein Bild sein von einem neuen Boss, beziehungsweise von einer Arbeitung von einem Bossgegner. Ich habe gedacht, weil die gemeint haben, dass Keller der Timer als nächstes angepasst wird, dass es eben das Bild war, aber... Du hast ja gesagt, das ist viel zu männlich für, ja, für eine Frau. Deswegen mal gucken. Das Bild hier ist auch ganz witzig, weil das kündigt den neuen Konklave-Modus an, Lunaro, und soll auch abseits von PvP funktionieren. Ich habe zu ihm gemeint, also vom Video her sieht es aus wie so ein Arena-Kampf. Ja. Aber weiß ich jetzt nicht genau, was da noch auf uns zukommt. Und ja. Also das letzte Bild, was jetzt auch fast wieder schon gleich weg ist, war ein Bild von einem Exosuit-Sentient. Das soll ein neuer Gegner sein. Wie der hundertprozentig funktioniert, weiß ich noch nicht. Da gab es noch ein Artwork dazu, wo man eben sehen konnte, dass das Sentient irgendwie auch am Warframe befestigt war. Also ob das jetzt dann auch eine Möglichkeit ist, eine neue Waffe zu kriegen von den Sentients, oder ob das so ein Sentient ist, der sich an den Warframe ranhaftet und den dann kontrolliert, weiß ich jetzt auch nicht. Aber die haben das auch nicht so genau näher erläutert. Genau, dann gab es noch ein paar Fragen und Antworten von den Entwicklern. Bitte nur Antworten auf die Fragen von der Community, so soll man das eigentlich richtigerweise sagen. Und da wurde eben auch, naja, zugesichert, weil es übertrieben, aber sie hoffen es, dass sie bis U19 endlich die Überarbeitung der Sternkarte hinbekommen. Dann, ob auch Oberon überarbeitet wird. Das ist auch so ein Warframe, der, naja, ich sag jetzt mal, nicht so gern gespielt wird. Sieht jetzt schon mal besser aus. Ja, mit dem Skin auf jeden Fall. Und momentan gibt es zwar keine aktiven Pläne, aber jeder Warframe soll überarbeitet werden. Ne, oder angepasst werden. Im Sinne von, wie jetzt eben dann auch bald Mac bekommt, wie bei Volt ansteht und wie halt auch Frost oder Excalibur eben schon gekriegt haben. Jeder Warframe soll eigentlich auch ein Deluxe-Skin kriegen. Wann ist natürlich ein bisschen unklar, aber
kommt Zeit, kommt Rat. Meinst du, sind halt mehr Deluxe wie die anderen? Ja. Ich verstehe auch nicht, warum gerade Oberon eingekriegt hat. Da wurde eh selten gespielt. Wir hätten anderen Vorzug kriegen können. Naja. Muss ich nicht verstehen. Nein. Dann kam auch die Frage auf, ob es nicht möglich wäre, von den Konsolen auf den PC seinen Account zu migrieren. Und hier gibt es auf jeden Fall die ganz klare Absage, dass sowas nie passieren wird. Da, weil es davon einfach zu viele Restriktionen von Sony und Microsoft gibt. Das heißt, andersrum wird es zwar irgendwann mal wieder möglich sein, das heißt von PC zu Konsolen, aber von Konsolen zu PC ist völlig ausgeschlossen. Ja, toll. Für mich ist es egal. Geh nicht mal zurück zum PC. So, was haben sie dann noch? Genau, dass die Kopos auch bald frei auf dem Schiff herumlaufen. Wow. Hey, mein Schiff ist verschissen. Und dann war noch das andere. Und zwar, wo haben wir es denn hier stehen? Genau, und zwar ist es so, dass momentan viele Sachen, die von Spielern auf dem PC entworfen wurden, also Helme oder Syndanas oder irgend so, das war cool. Und jetzt muss ich da runter? Ja. Cool. Das sind so die Tenogen-Skins, nennen die sich, und die werden ja von PC-Spielern über den Steam Workshop entsprechend erstellt. Und da sind die eben dran oder wollen das halt im Rahmen der Möglichkeiten dann eben auch auf die Konsolen bringen. Aber das ist noch nicht so ganz einfach, offenbar, weil es auch ein paar rechtliche Sachen zu klären gibt. Aber wäre cool, weil da gibt es schon mittlerweile einiges Zeug. Manches war hässlich, aber vieles auch ganz passabel. Ihr seid hässlich. Ja, genau. Jo, ansonsten, die haben noch einen kleinen Teaser gebracht. The War Within. Weiß ich nicht, was man davon hat. So, der Teaser ist halt auch relativ nichts aussagen, außer dass noch ein paar hässliche Gestalten sind. Also auf jeden Fall wird es, so wie es aussieht, das Abteil sein, wo im Schiff rumflackt, wo so scheiße aussieht. Ja, wird auf jeden Fall vom Dings her hinpassen, vom Style und so weiter. Ja. Ja. Ansonsten gab es nicht viel Neues. Universum. Vielleicht ein anderes Universum. Ja. Vielleicht? Das wäre fett. Ja. Gut. Also, das war es eigentlich auch schon. Das war diesmal auf jeden Fall nicht so lang. Haben es auch diesmal ein bisschen kürzer gehalten, um das Ganze auch ja, nicht mit irgendwelchen belanglosen Zeug vollzustopfen. Das Einzige, was man noch sagen müsste, momentan läuft noch bei uns auf der Facebook ein kleines Gewinnspiel, wo ihr die Möglichkeit habt, 75 Platinum zu gewinnen. Ja, einfach bei uns auf der Facebook-Seite vorbeikommen und ja. Einen Kommentar schreiben und vielleicht gewinnen. Ja. Findet unsere Facebook-Seite auf facebook.com, ist klar, und dann eben unter jplay.de heißt die Seite. Würden uns freuen, ein paar mitmachen. Ja. Sonst müssen wir. Wenn macht, behalte ich selber. Sonst müssen wir sagen: Hier, liebe Entwickler, die wollen keine 75 Platinum. Nein, die haben alle zu viel. Ja. Okay. Also dann, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Oh, fuck.